Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drug Dealer Simulator 2. Ja, heute geht's natürlich weiter. Ich schau mal kurz wegen missionsmäßig. Infiltriere das Arbeitslager, erkunde das Problem und Transit nach Norden. Okay, wie spät haben wir's? 15 Uhr. Aha. Wir sollen natürlich nach oben hin, ne? Dann schauen wir mal. bin ich hier oben richtig? Nee, eigentlich da unten lang. Okay. Pass durch den Tunnel. Durch den Tunnel. Da ist ein bisschen Wasser. Platsch, platsch, platsch. Okay, bin ich überhaupt richtig? Ah, hier ist eine Brücke. Aha. Wenn hier beobachten? Also kontrollieren? Oder eher nicht so? Hey now, be careful. I wouldn't get too close to that base. Those guards are pretty jumpy and they don't play around. Oh, nicht zu nah. Ah, mhm. Oh, hier soll doch was sein. Ist doch eine Quest, oder nicht? Oder? Das Arbeitslager. Hallo? Sollte ich hier nicht. Der laufen wir hier um. Oh, hi. Hi. Kira hat mich geschickt. Okay, ich lasse dich für eine kurze Zeit rein. Aber du musst dich immer noch rauskämpfen. Klingt gut? Ja, lass uns tun. Was? Oh, oh. War das ein Fehler oder war das ein Fehler? Also, was? Rauskämpfen? Oh, sprich mit Lea irgendwas. Ah, okay. Okay. Worum geht's überhaupt? Sprich mit dem Wachmann, sprich mit La, finde einen Weg, um aus dem Gefängnis zu kommen. Was? Jetzt bin ich knackig oder was? Hä? Was? Jetzt bin ich ein Knacki. Okay. Sag mal. Die haben mich nackig gemacht. What? Die haben mich nackig gemacht. Okay. Die haben mich voll nackig gemacht. Besuche fest. Ja, später. Okay. Du bist der Typ von Kira, richtig? Also gut, hier ist der Deal. Ich kann dich reinschmuggeln und wieder raus sollen. Aber das wird dich was kosten. Es gibt viele Leute hier, die bereit sind, gutes Geld für gute Ware zu zahlen. Willst du auch etwas Arbeit? Was meinst du? Zigaretten drehen, bring mir handgemachte Zigaretten und ich kann dich mit Arbeitskarten bezahlen. Wie wär's? Du kannst versuchen, Tabak von dem Wachen zu stehlen und in der Küche zu drehen, wenn niemand zusieht. Super. Hast du Kippen? Nein. Okay, worauf wartest du noch? An die Arbeit. Okidoki. Na toll. Von den Wachen stehlen. Zigaretten. Also, Tabak. Mhm. Soll ich das anstellen? Die sind witzig. Hier durch die Mauer brechen. Hallo Wachen.
she knew. Huh. Willkommen in der Hölle, Insasse. Nur Spaß. In der Hölle ist so viel kühler. Der Deal ist einfach. Deine Freiheit ist ein Preis. Und wir zählen ihn in guten Benehmenskarten. Je größer deine Vergehen, desto mehr Karten musst du verdienen. Kapiert. Karten können durch einfache Arbeit rund um Salara erworben werden. Um mehr darüber zu erfahren, wie man sie bekommt, sprich mit Officer Torres dort drüben. Wenn du genug gesammelt hast, sprich mit mir. Ich kümmere mich um deine Freilassung. Nur eine kurze Erinnerung, wenn du jemals auch nur an die süße Flucht denkst, kriegen wir dich dran. Denk dran. Ah, okay. Sprich mit dem Wachmann. Ich hänge hier fest. Einen Moment. Ich muss mal hier was leise drehen. Die Musik passt überhaupt hier nicht. Ganz komisch. Egal. So, beginn ein Gespräch. Can I help you? Was machst du, Häftling? Wie kann ich die Karten bekommen? There are conditions, you know. Für jetzt kannst du nur Brot backen und Wäsche waschen. Geh zum Koch und zum Wäscher, um mehr zu erfahren. Ich kann ihm momentan nicht mehr helfen. Okidoki. Sag mal, ist sie das? Das ist doch sie. Das ist sie. Trifft den Wäscher. Okay. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier auch noch ins Gefängnis muss, nur um vorwärts zu kommen. Toll, meine ganzen Sachen sind weg. Oh. Okay, trifft den Wäscher. Der hier oder der da drüben? Okay, keiner von beiden. Hey, Kollege. Was willst du? Wir haben mich hierher geschickt, um zu arbeiten. Die Küche ist im nächsten Raum. Alle benötigten Zutaten findest du in einer Truhe. Backe Brot und bring es mir. Dann bezahle ich dich mit Verhaltenskarte. Kapiert. Oh. Wenn ich nochmal wüsste, wie Brot backen geht. Ich glaube, dazu braucht man Dinge. Brotteig. Mehl, Hefe, Salz. Zigaretten. Zigarettenfilter. Zigarettenblättchen. Und Tabak. Okay. Kann man auch Dietrich herstellen. Oh. Also Brotteig. 500 Gramm Mehl. Wir machen jetzt mal 500 Gramm Mehl, ne? Ach, ist nicht wahr. Mehl, Salz, Hefe. Einfach alles aber rein. So, so, so. Wird schon passen. So. Wie viel Brotteig soll ich machen? Brauch mehr Mehl. Oder klatsch mal noch mal mehr rein. Mehl. Mehl. Ich glaube, das Inventar ist hier schon unendlich. Zack, zack, zack. So. Okay, immer noch keine 100. Komm, wir machen noch Mehl. Da mal. Komm, die Packung Mehl mal neu rein. Ich glaube, das kann noch welchen dauern. Ich muss noch Mehl hinzufügen. Um endlich 100 Stück herzustellen. Hm.
Ja, da fehlt noch ein bisschen. Also wenn das Spiel so anbietet, ne, dann muss man ja auch ein bisschen Hand anlegen. Zack, 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 zack. So. Bereit davor. Ja, oh, kann eine Weile dauern. Eine halbe Stunde. So, was machen wir in der Zeit? Oh, Ofen. Aha. Leibbrot. Ach so. Hier macht man dann Leibbrot. Kekse kann ich ja auch machen. Mhm. Hier haben wir Mehl. Okay, interessant. Ah, hier ist zu. Aha. Auch sehr interessant, das Polantos. Oh. Ist das das Essenslager? Oh, kann man hier pennen? Hier ist ein leerer Schrankkasten. Boah, Tomato Ketchup. Gloomy and delicious. Ja, und lecker, ja, ja. Gloomy und lecker. Interessantos Polantos. Oh, muss ich jetzt wirklich so lange warten, bis das Ding fertig ist? Ach, hier kann man auch Brotteig herstellen. Oh. Hätte ich das gewusst, hätte ich es hier gemacht. Ah, nur sehr. Nun haben wir den Salat. Kann man schon ein bisschen Brot herstellen? Also. Wie haben wir denn? Ah. Können gerade mal 6 Stück herstellen. Wow. Also es füllt sich hier automatisch. Ich kann ein bisschen Sachen mitnehmen. Zum Verkaufen. Aber ich glaube, das ist so nicht gemacht. Einfach mitnehmen geht nicht. Ich komme morgen nochmal wieder. Tschüss. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass man ja nicht vorspulen kann. So, bereit mal vor. Oh, ein Brot ist fertig. Lebensmittelzutat. Mhm. Derzeit Kaffee schlürfen. Mmh. Während dieser Brotback. Okay, ich glaube, ich muss an der Stelle wohl vorspulen. Dauert sonst zu lange. Wir hören und sehen uns dann gleich, wenn wir fertig sind. So, da sind wir wieder. Ja, kurze Unterbrechung gewesen, weil da hat irgendwie nichts mehr geklappt. 30 Brote verkauft und wir haben Laborkarten. Für was auch immer. Wir schauen mal. Ja, ich bin bereit. Ich will raus. Ich brauche eine Lieferung. Was? Moment mal. Bring die Karten zum Wachmann, triff den Wäscher, finde einen Weg, um aus dem Gefängnis zu kommen.
Ich brauche eine Lieferung. Hä? Noch nicht. Bald. Geh arbeiten, Arschloch. Okidoki. Yeah. Was? Hier unten sind zwei Slots. Achso, bestimmt vom... Ich soll ja hier noch weitermachen, ne? Bring die Karten zum Wachmann. Ja. Triff den Wäscher. Ja. Finde einen Weg aus dem Gefängnis zu kommen. Ha. Okay, dann machen wir das erste. Ein Ticket kostet 75.000. Du kannst es von einem Vermögen bezahlen. Einverstanden? Ich bin gleich zurück. Okay. Okay. Trifft den... Den Wäscher haben wir ja schon getroffen. Man kann von dem Wachen ja... Tabak klauen. Komm, darf ich hier hochgehen? Oder werde ich... Alpha-Wand. Das gibt's doch nicht. 75.000, um hier rauszukommen. Ich zahle doch kein Geld fürs Rauskommen. Hä? Geht's denn so gut oder was? Oh. Ja, anscheinend. Und dieser Hof scheint ziemlich groß zu sein. Warum winkst du? Ich hab da ja nichts. Ja, als hätte ich jetzt hier im Gefängnis mal Johanna. Ach komm. Okay, Tausch für Arbeit im Isla Sombre. Karte, die im Tausch. Karte. Wo soll ich denn die Karte jetzt austauschen? Ich muss mal ein bisschen umschauen, ja? Also, halt, da ist noch eine Markierung. Da oben hin. Okay. Soll ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Bin ich überhaupt richtig? Ich schau mal. Tür. Oh, Wäscherei. Oh, hi. Ja. Die Wachen haben mich hierher geschickt, um zu arbeiten. You know how it is. Sammle schmutzige Wäsche aus den Baracken und von der Miliz. Bring sie hierher und wasche sie. Bring mir die saubere Wäsche und ich bezahle dich. Okay, kapiert. Finde einen Weg. Was war das? Geschäft? Prüfen? Nee, das nicht. Zu kommen. Warum bin ich überhaupt hierher, Jan? Wo sollte ich die Wäsche abholen? Oh Gott. Echt jetzt? Also da ist die Küche, Brot backen, hier ist die Wäscherei. Okay. Ich soll jetzt überall reingehen und die Wäsche abholen, oder wie? Okay. Ist der Wäsche? Sieht mir nicht so aus. Also, es sieht für mich nicht so aus, als sei hier... Okay. Hab nichts gesagt. Doch, alle Häuser abklappern. Okay. Let's go. Dann holen wir mal die ganze Wäsche raus. Ach, ja. Ich kann nur 10 Slots mitschleppen? Was ist das denn für ein Quatsch? Wer hat sich so ein Blödsinn ausgedacht? Ich hoffe, ich kann die Slots da unten noch benutzen. Es sieht so aus, als könnte ich Drogen hier mit reinschmuggeln, ne? Was will die überhaupt? Ich habe keinen Ampf. Geschweige noch Marihuana. Müsste ich eine Küche herstellen. Ampf und Mayo. Aber ohne Pflanzen? Schwierig. Kann ich das hier unten reinstecken? Nö. Okay, mehr Wäsche kann ich nicht tragen. Nur 30. Wir sind schon laut hier. Brumm, 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 brumm. Ich guck mal kurz.
Ah ja. Man sieht eh nichts. Okay, ab nach oben in die Wäscherei. Hallo. Mach nur die Wäsche. So. Läuft die Wäsche? Hast du saubere Uniform? Ja. Ist das ein Witz für dich? An die Arbeit. Achso. Ja, hier Max und Moritz. 31. Was? Ich brauche noch Waschmittel. Wo ist die Waschmittel? Aha. Wo ist denn hier bitte Waschmittel? Hä? Wo ist denn hier bitte Waschmittel? Wo soll ich Waschmittel herholen? Warte mal, kann ich die Klamotten hier reintun? Ach, erstmal hier rein. Ach so. Versteck. Mhm. Okay. Wo ist denn Waschmittel überhaupt? Verstehe nicht ganz. Wo soll ich Waschmittel herholen? Waschmittel, Substanz, gelagerten Substanzlager. Ja, aber... Ach, da ist Waschmittel. Ach so. Sag es doch. Zack, zack. Dann kann ich ja schon mal einmal 30 anschmeißen. Wie lange dauern die 30 Wäsche? Okay. Ich hole ein bisschen mehr Wäsche. Ich glaube, ich kann beide Arbeiten gleichzeitig verrichten. Ich muss nur hart daran arbeiten. Sorry. Ach du meine Güte. Der Witz ist so schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, wie kann man die Karten eintauschen? In Geld? Ich glaube gar nicht, oder? Oh, Alter. Da prügelt er die Tür auf. Okay, hier 30 wieder. Hier machen wir die nächsten 30. So. Zwei Wäsche. Läuft. Ich glaube, ich kann beides gleichzeitig machen, um irgendwie mehr Karten zu bekommen. Ich glaube, denen ist jetzt hier scheißegal. Ja, komm. Hier Max und Moritz. 50 geht hier nicht. 20 geht. Und hier 10, glaube ich. Ne, auch 20. Ich glaube, man kann hier ganz schön variieren zwischen Küche und Backen. Zwischen Backen und Wäsche. Finde ich ganz gut. Da haben wir ja was zu tun. Na, für den heutigen Tag werden wir erstmal im Gefängnis unseren Tag verbringen. Kann es sein, dass die Wäsche neu spawnt? Ich guck mal kurz. Hier war ich gar schon mal drin. Ne? Ja, da... Da lachst mir der Arsch, ey. Ja. Die spawnen neu, die Wäsche. Wie geil ist das denn? Unendliche Quelle. Unendliche Quelle. Das ist es. Hier können wir Geld machen. Hier werden wir reich. Stinkreich. Stinkereich. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Achtet, wird jemand mal zusammengezählt. Oh. Okay. Ja. Wäsche. Warte mal, muss ich da hin machen, ne? Okay, maximal nur 10. Wie blöd.
So, wie viel kriegen wir dafür? 24 Behavior-Cards. Wie viele Behavior-Labor-Karten... wo kann ich denn die einlösen? Also abgeben. Warte mal, ich geh nochmal zum Wachmann. Ich glaube, der andere Wachmann gibt mir Geld dann dafür. Ja. Ich. Ernsthaft? Drei Wäsche. Ich nehme mal mit. Liegt da umsonst hier, ne? Ich brauche eine Lieferung? Nee, nichts. Ich dachte, Gefängnis sei jetzt brutal und wir sehen gerade alles. Aber nö, ist nicht. Hast du ein Problem, Abschaum? Abschaum, ich bringe dir Respekt bei. Nein, es tut mir leid, Offizier, machen Sie weiter. Ja, ich wollte nur gucken. Mann, nicht mal gucken darf man hier. Also ich darf die Wäscherei verrichten und Langeweile haben. Packen und Wäscherei. Uff, sehr viele Unterbrechungen. Ich habe nochmal nachgeschaut im Video. Da hatte ich noch in der Backstube gewartet. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich wollte eigentlich die Aufnahme beenden, weil es schon zu lange geht. Das heißt, ich sage an der Stelle, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Um keine weiteren Folgen von Drug Dealer Simulator 2 mehr zu verpassen. Ciao mit V, tschüss mit Ö, euer Dieschen. Tschüss.